So, willkommen zu der neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke und wir haben gestern Abend mal wieder bei Kanal Phänomenal vorbeigeschaut, wie wir das eigentlich jeden Montag machen bei Chill mit Ramses. Und der hat wieder mal eine Challenge ausgekramt. Er hat das ja schon angekündigt für den Oster-Lockdown, was da alles los ist, wie man sich die Zeit versüßen kann, wie man einfach machen kann, dass einem nicht langweilig wird. Ich glaube, je weiter ich besser wegsitze, desto schöner ist das, ne? Guckt euch das an. Und er hat für den grünen Donnerstag Gurkenwettessen angekündigt gehabt. Und jetzt hat er das auch durchgezogen am grünen Donnerstag. Ich wusste nicht, wie das abläuft. Hat er dann gezeigt. Er hat sich also eine Gurke genommen, richtig schön wettkampfmäßig alles zurecht gemacht und vorbereitet. Ich habe jetzt auch eine Gurke. Guck. Ist nicht so schwer, ich war jetzt eben im Rewe und habe mir eine Gurke gekauft. Er hat die Gurke geschält. Er hat die Gurke dann in der Mitte auch geteilt, aber schon während der Challenge geteilt. Hat von dem einen Stück immer abgebissen, hat das andere Stück in Scheiben geschnitten, hat dann ein bisschen Salz immer mit drauf gemacht und so weiter. Ich möchte jetzt darauf verzichten, die Gurke zu schälen. Ich würde die jetzt irgendwie einfach mit Schale essen. Ich glaube, mit Schale ist das zwar schon wieder schwerer, weil du dann wieder mehr zu kauen hast und die Gurke dann wieder bissiger ist. Was weiß ich? Adi, lass! Ich denke, Katzen haben Angst vor Gurken. Adi, guck, Adi, Gurke, Adi, Gurke, Adi, Adi. Vor allem, jetzt klingen lauter Haare dran. Hätte ich das lieber nicht gemacht. Also er hat seine Gurke geschnitten, ich werde die Gurke nicht schneiden. Was ich aber machen werde, ist hier oben den. Guckt euch das an. Zack! Den werden wir abmachen und hier unten den Zibbel werden wir auch abmachen, ungefähr so. Zack! Dann kann der Adi da suchen. Jetzt liegt das hier nämlich hier unten. Was ist denn? Jetzt hast du Angst oder was? Guck mal, Adi, guck mal, Gurken! Gurken! Oh mein Gott, Gurken! So. Und er hat seine Gurke dann noch gewogen auf einer Küchenwaage. Ich habe leider keine Küchenwaage, deswegen kann ich die jetzt nicht wiegen. Ich wiege die jetzt einfach mal in der Hand. Alles klar. Zum Vergleich nehmen wir mal die Gurke von Kanal Phänomenal, halten die dagegen und gucken mal. Okay, oben fehlt der Bipfel, unten fehlt der Bupfel. Ist im Prinzip dieselbe Gurke, sieht man ja. Wir werden das jetzt so probieren. Und ich habe mir jetzt schon vorgenommen, ich weiß ja immer nicht, wie das ist, wenn ich es nicht schaffe oder wenn ich komplett abstink, weil die Schale hat, dann werde ich noch ein zweites Video machen mit dieser Gurke. Und dann werde ich das alles so machen wie er. Da werde ich das schön schälen, ich werde die mit Salz essen, ich werde die in der Mitte durchschneiden. Während ich hier esse, schneide ich das in Scheiben. Also, ich lasse mich da nicht lumpen, da mache ich lieber mal einen Versuch mehr als einen zu wenig. Jetzt würde ich sagen, blenden wir sein Video ein. Und dann würde ich sagen, ja, gucken wir mal, wie das ist. Er ist dann hier oben irgendwo in der Ecke. Ich traue mich nicht. Ich weiß aber nicht, ist das gut, wenn man den ganzen Tag noch gar nichts gegessen hat? Dass man dann sich so eine Gurke reinschlingt? Oder kriegt man da das Recht Bauchramses? Also ich habe die ja eigentlich gewaschen. Die sieht trotzdem irgendwie halt ein bisschen, ja, keine Ahnung, die hat überall Noppen. Die hat Noppen, die hat Bläschen, die hat Haare, die hat, sieht aus wie fünfmal runtergefallen oder irgendwoher. Ich glaube trotzdem mit Schale, wie gesagt, ist das einfach noch ein bisschen schwieriger, weil die Schale zu kauen ist halt mehr als nix. Ah, ich habe ein bisschen Bammel, ich weiß nicht. In letzter Zeit. Wir beißen einfach ab und nagen uns durch. Ich weiß auch nicht, große Bissen, kleine Bissen. Das habt ihr schon mal so eine Gurke einfach gegessen? Egal. Auf die Plätze. Luft holen. Auf die Plätze. Fertig. Los.
Okay, 2 Minuten und 6. Ich muss das Video gar nicht einblenden. Ich weiß auch jetzt schon, dass er mich total vernichtet hat. Ich glaube wirklich, es ist sinnlos, es so zu versuchen. Es hat wohl Sinn, dass es da die Guinness World Records Regeln gibt mit Schneiden, Abziehen, Schälen, Salzen, Essen. Ich habe jedes Mal gemerkt, mit den Zähnen, wir haben das Innere der Gurke einfach nur abgezogen. Das war wie Brei. Konntest du einfach so dir an den Rand ziehen. Aber am Rand war dann halt diese Wand aus Gurkenschale. Und die hat einfach alles festgehalten. Und die musstest du durchtrennen und durchbeißen. Und mir hat schon wieder nach so kurzer Zeit einfach nur der Kiefer wehgetan vom Kauen. Einfach nur Gurkenwand, Kiefer, Kauen. Also ich weiß irgendwas. Man sieht auf jeden Fall, okay, man versucht es immer anders, aber wenn du nicht die gleichen Bedingungen hast, dann wir werden also einen zweiten Versuch, denke ich mal, starten mit dieser Gurke, diesmal aber wirklich geschält und diesmal gesalzen, geschnitten, irgendwas gemacht und Backfischstäbchen von Iglo habe ich mir auch besorgt. Die kosten ja fast 4 Euro. Das ist ja völlig geisteskrank. Trotzdem, schön mal wieder eine Challenge zu sehen vom Kanal, phänomenal. Schön, dass ich da, während er einfach macht, ich dann immer 50 Versuche brauche, um mich irgendwie ranzutasten, wie man das angehen kann. Küchenwaage werde ich trotzdem nicht haben. Das war's von meiner Seite aus. Da könntest du ja eine neue Challenge machen, und zwar ess doch mal eine Gurke mit Schale und guck mal, wie weit du da kommst. Da würde ich den Naturi nominieren und den Fladdy und den Kanal phänomenal nochmal zurück. Wenn ihr einfach nur die Kappe abmacht, oben und unten die schön wascht und an einem Ganzen so abnagt, wie lange braucht man, um diese blöde Gurke zu essen mit Schale? Das war's auf jeden Fall von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses.